fahren Sie denn? Na, Jemo. Wohin Sie fahren? Nach Sarajevo. Und Sie da, Sie in der Ecke. Wohin fahren Sie? Nach Tuzla, zu meinen Eltern. Sie heißen? Gabrielo Princip. Was weiß? Meine Studentenkarte. Danke. Das ist wegen morgen. Wegen dem Thronfolger. Da sind Sie halt vorsichtig. Recht haben Sie. Ich muss morgen dabei sein, wenn die beiden kommen. Ich bin neugierig, wie sie wirklich ausschaut, seine Frau. Ich beneide sie nicht. Ich hätte nicht geheiratet. Kein Mann ist so viel Scherereien wert. Keiner, auch nicht ein Thronfolger. Aber wenn ich mich schon herumkriegen hätte lassen, dann hätte ich nie zugegeben, dass meine Kinder nicht auf den Thron kommen. Recht haben's. Elisabeth muss auch nicht gefallen, dass ich nicht neben ihm sitzen darf bei der Hoftafel. Auch wenn ich nicht ebenbürtig wäre, dürfte sich keiner an mir die Stiefel putzen. An mir nicht! Da bleibe ich lieber, was ich bin. Eine einfache, arme Gräfin. Bringt sie! Ich habe sie zuerst gar nicht erkannt. Oh, Sie sind es, Herr Professor. Wo haben Sie sich denn rumgetrieben, seit Sie meiner Zucht entronnen sind? Die letzten 2 Jahre in Belgrad. Warum studieren Sie eigentlich nicht mehr? Och, ich habe andere Pläne. Andere Pläne? Warum denn nur Prinzip? Junger, hochbegabter Mensch wie Sie muss mit Ihnen sprechen. Kommen Sie zu mir, mein Abteil ist leer. Ja, kommen Sie nur. Sehr leer drin. Ja. Hören Sie mal, Sie müssen natürlich Ihre Studien beenden. Sie müssen eine deutsche Universität besuchen. Ja, ja, ich weiß, Sie fühlen sich als Serbe. Aber man kann Serbe sein und braucht doch nicht der westlichen Kultur zu entraten. So, da sind wir. Kommen Sie mal rein, ja? Ich komme. Bin schon da. Man muss sich in seinem Leben rechtzeitig entscheiden, zu wem man gehören will. Zu denen, die befehlen oder zu denen, die gehorchen. Und gehorcht wird hier werden. Eben das Gehorchen, Herr Professor, fällt unseren Leuten hier verteufelt schwer. Sie können es nicht verwinden, dass die Soldaten ihre Felder zertrampeln, dass die Hälfte der Kinder tuberkulös ist und Menschen hier nicht lesen und schreiben können, dass aber genug Geld da ist für Soldaten und Polizisten, aber keines für Schulen und Spitäler. Die historischen Ursachen dieses Zustandes liegen so weit in der Vergangenheit dieses Landes, mit der Österreich überhaupt nichts zu tun hat. Der westliche Geist, den wir Ihnen bringen wollen, hat sich eben noch nicht durchgesetzt. Haben Sie Zigarette? Ja, bitteschön. Wir haben ein bisschen laut debattiert, ne? Trotz meinem Schnarchen? Das haben wir überhört. Verzeihen Sie, dass wir Sie geweckt haben. Wir haben sowieso gleich Gepäckkontrolle. Wo? Hier, im Zug. Ach so, danke schön. Sie haben mich rechtzeitig geweckt. Wir sind bald in Sarajevo. Also ich fürchte, deshalb sind die Zugkontrollen jetzt ganz besonders scharf. Nee. Wenn Prinzip nicht durchkommt, dann sind wir ohne Bomben. Aber nicht ohne Revolver. Bomben oder nicht, morgen ist geschehen. So eine Gelegenheit kommt nicht wieder. Und ich sage Ihnen, wenn ein Mann, den das Schicksal so deutlich auserkoren hat, über ein Millionenreich zu herrschen, eine so entlegene Provinz besucht, dann ist das sehr bedeutsam. Und Ihnen sage ich, es liegt was in der Luft. Ich finde den Moment nicht glücklich gewählt. Wieso denn nicht? Da gerade ein Nationalfeiertag. Der Herr meint, dass ein Land, das seit 300 Jahren um seine Freiheit kämpft, verständnisvoller behandelt werden müsste. Dass man vor dem vergossenen Blut Achtung haben müsste. Und dass man bedenken müsste, dass dieser nicht zu bändigende Freiheitswille vor nichts Halt machen wird. Er hat zuerst auf die Türken geschossen und dann auf die Österreicher. Das ist ja der Wahnsinn, dass ihr so wahllos herumschießt, ohne Unterscheidungsvermögen. Auf die Türken mit Recht. Da wehrten sie sich gegen asiatischen Einfluss. Dass sie aber auch auf die Österreicher schießen, die ihnen die westliche Kultur bringen, das ist ein Wahnsinn und ein Verbrechen. Dann war Ihrer Meinung nach der junge Mann, der vor 2 Jahren auf den Statthalter geschossen hat, kein Held, sondern ein Verbrecher. Ein elender Verbrecher, den man hätte aufhängen sollen. Das war nicht mehr möglich. Bogdan Sarajc hat sich selbst dafür bestraft, dass ihm der Anschlag nicht geglückt ist. Er hat sich erschossen und... Gepäckkontrolle. Was schreibst denn die Speiskarten auf? Was hohe Herrschaften verzehren, interessiert die Zeitungsleser auf der ganzen Welt. Sonst berichtest du nicht? Doch, das Übliche. Nach den glänzend verlaufenen Manövern an der serbischen Grenze geruhten seine K- und K-Hoheit
der Thronfolger und die Herzogin einen von den Behörden von Ilice ihm zu Ehren veranstalteten Bankett beizuwohnen. Bei Hitz hat es da Ilice, der Reizende, nur 20 Kilometer von der bosnischen Landeshauptstadt Sarajevo entfernte Kurort, prangte im Flaggenschmuck. Eine nach tausenden Seelen der Menschenmenge jubelte dem hohen Paare zu, etc., etc. und so weiter und so fort. Ganzen 200 Worte. Schreib das auf. Und ich brauche mehr, wer per Wort bezahlt. Nenn doch alle Anwesenden namentlich. Mitsamt den Stammbaum, auch die Kellner und was sie fühlen und denken, das interessiert immer. Ich glaube, jetzt wird er reden. Wer? Der Erzherzog. Herr Statthalter, Exzellenzen, Herr Bürgermeister, meine Herren, ich freue mich, diesen Abend in Ihrer Mitte verbringen zu dürfen und drücke Ihnen für die mir und meiner Gemahlin erwiesenen Aufmerksamkeiten meine Anerkennung aus. Wir, meine Gemahlin und ich, werden auch in den kommenden Jahren gerne jede Gelegenheit benutzen, Bosnien und den Kurort Ilice zu besuchen. Ort und Zeit scheinen mir angemessen. Auch einige Worte über ein, wie man weiß, mir sehr am Herzen liegendes Thema zu sagen. Die Notwendigkeit, die große österreich-ungarische Völkerfamilie in immer engeren Zusammenschluss mit der Krone und dem angestammten Erzhaus zu bringen. Und da liegen mir Bosnien und die Herzegowina besonders am Herzen. Im Anfang hat ja jedes Mitglied einer neuen Familie gewisse Schwierigkeiten, sich einzuleben. Da muss man ihnen helfen. Ist es willig, hilft man mit Güte. Ist es rebellisch, mit Strenge. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass ich der Meinung bin, dass dieser Teil der Monarchie vielleicht in kurzem noch viel enger mit dem Thron verbunden sein wird als jetzt. Damit meint er die Einverleibung in die Monarchie? Ich hoffe zuversichtlich, dass meine Worte auch über die nahe Grenze hinaus gehört und beachtet werden. Dann meint er Serbien. Ich danke dem Allmächtigen, dass die eben beendeten und glänzend verlaufenden Manöver